Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darksiders 3. So, wir sind hier gerade im Titelmenü, weil, ne, kurze Erklärung. Das Problem ist, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die hat er leider nicht aufgenommen, weil mein PC halt meinen müsste, ja, total abzuschmieren. Deswegen habe ich jetzt hier zwei Spielstände. Ich habe jetzt einmal einen komplett neuen Spielstand gemacht und alles nachgespielt. Hat 4 Stunden gedauert, wie man an der Spielzeit sehen kann. Das hier oben ist der Let's Play Char. Und ja, um es halt vollwertig zu machen, laden wir jetzt sozusagen den 4 Stunden Spielstand in dem Fall. Weil, ja, ich möchte schon ganz haben auf dem Kanal und nicht nur halb. Und da würde dann halt quasi 20 Minuten fehlen und das ist bei Darksiders, finde ich, schon ein bisschen gravierender. Ich hoffe, meine PC-Probleme haben sich jetzt erstmal im Rauch aufgelöst und man kann jetzt hier in Ruhe spielen. Irgendwie meinte mein Arbeitsspeicher überhaupt nicht weiterzumachen. Deswegen mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen gespoilert und das könnte natürlich ein bisschen einfacher sein. Aber, na gut. Latschen wir jetzt erstmal hier durch den Lüftungsschacht. Und dann wollen wir doch mal schauen. Na, ich komm doch erstmal hinter. So. Kannst du mich hier rausholen? Klar. Einmal berühren. So. Ding ging's hier runter, genau. Ist halt blöd, wenn man ein bisschen gespoilert ist. So, war ich jetzt hier runtergelaufen? Klaro. Denn ich will doch den Stuff mithaben. Also ich versuch's so gut wie möglich zu rekonfigurieren. Was jetzt, rechts oder links? Ich glaube, hier lang bin ich gelaufen. Weil, keine Ahnung, hier ein Versteck ist. Das hatte ich aber letztes Mal nicht gesehen. Na, machen wir es trotzdem mal. Na, komm. Und nochmal. Ja, man merkt, ich bin auch schon deutlich geübter da drin jetzt. Na, komm. Und finito. Oh, glühende Überreste. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, dann komm her hier. Au. Nee, nee, nee. Du kriegst mich so schnell nicht hier. So. Wollen wir uns den nächsten ran hier? Na komm, runter. Fliegen hilft dir doch sowieso nicht. So, hol ich mir erstmal den da hinten. Komm. Komm zu Mama Fury. Wow, kompletter Konter daneben. Aber der trifft jetzt. So, dann holen wir uns den da oben auch nochmal runter. Komm her, ja. Nee, 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 ich will mich doch nicht hauen lassen von dir. So, jetzt müssen wir da oben auch nochmal hoch. Aber erstmal gehen wir hier hoch. Denn hier haben wir auch nochmal ein bisschen Stuff. Nee, hier kam ich ja gar nicht weiter hoch.
So, wie bin ich denn da oben nochmal rauf? Ah, bestimmt von hier außen rum. So, einmal das hier mitnehmen. Denn hier einmal den Bullgrim wieder aktivieren. Komm, mach das Türchen auf. Sehr schön. So. Ist das dein Ernst? Glaubst du, es weiß, dass wir hier sind? Nein, dein Schrei wird es eher eingeschläfert haben. Ja, das war Sarkasmus. Wer von euch beiden wohl schlimmer ist? Ja, das werden wir doch noch sehen. Wow. Da habe ich mich letztes Mal auch so erschreckt, obwohl ich es jetzt wusste. Gut, dann holen wir uns jetzt hier mal alle Seelen ab. Ah, ist doch schon viel schöner. Und rüber hier. Ach ja, jetzt kommt die Stelle, wo ich erst ein paar Mal fast verschissen hätte. Na komm. Ah, Mann. Das war verkehrt, ey. Nee. Oh, dreimal, das ist aber unfair. Aber jetzt ist es weg. So, jetzt muss ich den Sensenmann da oben wegmachen. Ach Mensch, jetzt lass ich hochspringen. So. Und jetzt bist du fällig. Ach, hab ich dich nicht schon getötet. Das sind halt Stehaufmännchen. Kommen auch immer wieder. So. Ach Mensch. Jetzt spiel ich gerade wie ein blutiger Anfänger. So, dann haben wir da oben auch nochmal welche. Natürlich auch noch mal sterben möchten. Einen haben wir noch. Na komm. So. Och Mensch, jetzt block doch nicht permanent. Hilft doch alles nichts. So. Ah, oh, komm gut durch. So, dann kann ich hier jetzt die Tür auch noch öffnen. Ah ne, halt, hier ging's weiter. Ist gut, das zu wissen. Und hier war das jetzt gleich für Vulgrim. Den müssen wir noch einmal aktivieren. Weil gleich kommt leider ein kleiner Boss. Okay, er ist aktiviert. Wir können wieder umdrehen. An dem ich zu Anfang ziemlich häufig gescheitert bin. Aber seht selbst. Lass mich los, Bestie! Au. Okay, ich glaube, das muss ich wieder mit Ausweichen machen. Ah, es ist jetzt nur wieder ein bisschen kurz einüben. Man muss immer seinen Tentakeln wunderbar ausweichen,
Ansonsten hauen die übelsten Schaden rein. Und wenn er auf den Boden schlägt, müssen wir springen. So, ich muss nur mal kurz das Timing reinkriegen. Mist. Okay. Mann. So. Und werfen. Weil das war das Rätsels Lösung. So, und jetzt geht's. Ab durch die Öffnung! Ja. Jetzt können wir nämlich hier hinten durch die Öffnung. Und haben ein Ladescreen. War das eine der sieben? Möglich. Vielleicht hat sich eine seit dem letzten Mal verändert. So, dann haben wir jetzt hier den lieben netten Wulgrim. Und bis hierher haben wir es, so gesehen. Deswegen machen wir jetzt aber noch ein Stückchen weiter mit dem Char, bevor ich jetzt auf dem anderen wechsle. Oder obwohl, da haben wir jetzt hier gespeichert. Wir können ja jetzt einmal kurz mitten in der Aufladenahme hier jetzt kurz wechseln. Dann passt das auch wieder. So, und zwar jetzt hier einmal laden und jetzt den Spielstand. Also den größeren. Jetzt müssten wir auch wieder die goldene Rüstung anhaben. Und alles dürfte auch so sein, wie es sein sollte. Und ich hoffe, dass mir jetzt diese Aufnahme nicht abschmiert, weil nochmal 4 Stunden machen wollte ich jetzt nicht. So, jetzt haben wir auch wieder den ursprünglichen Char. Jetzt bin ich wieder zufrieden. So, können wir hier nochmal Seelen zerdeppern? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, können wir. Suppi. Dann wollen wir dich doch nochmal füttern. Womit kann das, wird uns beiden Spaß machen? So. Wie du willst. Hat ja nochmal für ein ganzes Level gereicht. Sorge dafür, dass sie... So, dann wollen wir hier Merkmalspunkte nochmal einen auf Magie ausgeben. Schreienreiter. Ja, den hatten wir eben eigentlich schon eingesammelt, aber wenn er nochmal da ist, dann nehmen wir ihn doch nochmal. Kein besonders wollüstiger Ort, was? Hast du nichts gelernt? Der Schein kann trüben. Außerdem zeigt sich Wollust nie wie erwartet. Was genau hast du damit gemeint? Die Vorstellung von Sünde ist eines. Das Konzept der Wollust ist etwas ganz anderes. Vor allem das menschliche Konzept der Wollust. Verstehe. Wie zum Beispiel Lust auf... Such es dir aus. Die Menschen haben ziemlich viel Fantasie. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Das macht ihn so gefährlich. So gefährlich, Herren. Auf keinen Fall. Okay. Haben wir denn hier noch was versteckt? Wunderbar. Nehmen wir doch mit. So, ab jetzt geht's auch wieder komplett blind weiter. Aber ich denke mal, hier sollen wir hin. Sagen wir jetzt nicht, es gibt jetzt hier noch einen Bosskampf. Weil wenn ich hier jetzt runterspringe, dann ist hier Game Over. Erreizt du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin, ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf!
Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feinde begegnen. Erzähl das dem Feurigen Rat! Der ist nicht hier, darum sage ich es dir, Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollust! Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend, wenn man anfängt. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragt hast. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt. Strebst du nach einer Art Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Nein. Nein, nein. Mir beweist dein Tun eine ganz andere Lust auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephilim. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Halt dich zurück, Fury. Krieg! Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission? Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört. Toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung? Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der Feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Oh, ja? Herren, ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden? Lass die Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Das ist nicht real. Was? Ach, den Versuch war's wert. Du glaubst mich so gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Hm. Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein. Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Also, entscheide dich. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Wow. Meinen Großmut lehnst du ab, liebäugelst aber mit ihm. Ich bin beleidigt. Oh. Vergiss es. Erwischt. Und nochmal. Ja.
Au. Ständig schuftest du für andere eine Marionette. Schließ dich nie in diese ziehende Mann. Au. Ich sehe gerade, ich habe gar keine Erholung mehr. Wenn ich ein Heilungsfragment. Ah, zu früh. So, komm her hier. Leg die himmlischen Schwerter nieder! Ein Erzengel, Ousiel, du schmeichelst mir. Ich werde dich töten, Volus. Du wirst dich nie wieder erheben. Wir hatten einen Pakt. Halt dich zurück! Warum sollte er, wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir? Hör nicht hin! Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht verhelfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Ousiel! Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst? Sei still! Und diesen verdorbenen Ort wieder zu Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine Wahrheit, Erzengel Ousiel. Der Himmel unter deinem Befehl. Wäre das nicht herrlich? Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Nein, Ousiel! Wäre das nicht spaßig? Oh, nee. Lehnst du ab? Dein Opfer wird nicht vergehen. Au! Dem Himmel! Das ist doch unfair! Zwei gegen ein! Oh, schnell! Wenigstens schon mal auf ein bisschen rumhämmern hier. Verschwinde, selbstsüchtiges Geschöpf! Ich will dich nicht töten! Ja, wie soll ich verschwinden? Oi. Ich will Ousiel jetzt nicht töten! Ah! Ist das mies? Doch absolute Macht zerquetscht die Sechsgänge. Ah, Mensch! Zum Staub. Ich hab keinen Heal mehr. Zu früh. Ah. Das ist so mies. Da hat sie ihn überzeugt. Aber was ist, wenn ich jetzt... Muss ich jetzt beide töten oder muss ich jetzt nur Volos töten? Ich denk mal, ich muss erstmal nur Volos töten. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens auch Erholung der Nephilim. Ich weiß nicht, warum wir davor keine hatten. Puh. Gut, machen wir hier erstmal an der Stelle einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.